Die Möglichkeit, weit entfernte Ziele mit Sprengköpfen präzise zu treffen, war zu Beginn des Krieges reine Theorie. Die Alliierten experimentierten mit funkgesteuerten Drohnen, während die Japaner mit Kamikaze-Fliegern im Pazifik enormen Schaden anrichteten. Die deutschen Wissenschaftler entwickelten in Peenemünde eine fliegende Bombe, die V-1-Rakete. Die V-1 war über 10 Meter lang und hatte ein Strahltriebwerk. Tausende von diesen V-1-Raketen wurden aus allen Teilen Westeuropas abgeschossen und richteten erheblichen Schaden an. Nach dem Krieg wurden beschlagnahmte V-1-Raketen von den Vereinigten Staaten untersucht. Ein Meilenstein in der Entwicklung gesteuerter Sprengköpfe. Allerdings blieben auch diese Fortschritte nicht von Rückschlägen verschont.